If you lead on Brand Hill in the Darkness, Lin Okamoto! Um das deutsche Bier wieder zu bringen.
皆さんと、3日間、一緒に時間とこの場所を共有できたことが本当に嬉しかったです。またいつか戻ってこれるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。Bedankt sich für drei wundervolle Tage mit euch. Er sagt, es war richtig geil, hier zu sein, und sagt, er wird alles dafür tun, um wieder hier zurückzukommen und mit euch die Zeit zu verbringen. アニマジックすごくファンの皆さんと距離の近いとてもアットホームなコンベンションで参加させていただけて、ものすごくこちらも元気をもらいましたし、すごく楽しかったです。ありがとうございました。ダンクシェン。Das Besondere an der Animagic, sagt sie, ist die Nähe zu den Fans, und sie hat es wirklich genossen, sie hat sich richtig hier wohl gefühlt, und ja, dass sie das deutsche Bier mag, das glaube ich verstanden. Hammer.
非常にやりにくいんですが短い期間ではありましたが、実際にドイツのお客さんと、触れ合う機会があり、非常に、お客さんの熱量を感じまして、自分も、さらに日本に帰っていい作品作りに携わらないとなと、すごい考えを受けました。で、すいません、この場をお借りして、ご招待いただいたアニマニア、K2M の、皆様にも感謝を述べつつ、会場のお客さんにも、改めてお礼を伝えできたらと思います。ありがとうございました。Nach so einer Ansage von Herrn Unkata ist es natürlich richtig mies, jetzt was sagen zu müssen. Sache natürlich, es waren auch geile Tage hier auf der Magic, die natürlich sehr schnell zu Ende gingen, leider. Er sagt, dass er besonders die Liebe von euch, von den Fans, richtig gespürt hat, dass das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung ist. Er möchte diese Motivation mit nach Japan nehmen, um an neuen Projekten zu arbeiten. Und möchte sich auch bei allen Beteiligten hier der Veranstaltung bedanken, natürlich inklusive der Besucher. Dankeschön. コミック、アニメーション、そして音楽と、これらを楽しむことにですね、国境はないということをですね、改めてこの3日間で、教えていただきました。本当にありがとうございます。Eine Veranstaltung, die zu schnell zu Ende ging, aber er hat bemerkt, dass Manga, Anime und Musik keine Länder- und Sprachgrenzen kennen. Sie bedankt sich dafür, dass ihr Konomi Konomi gerufen hat. Sie ist zum ersten Mal hier in Deutschland gewesen, fand das richtig, richtig geil und fand die Zeit mit euch super und wird auf jeden Fall auch wieder zurückgehen, um weiter hart zu arbeiten und möchte natürlich wieder zurückkommen zu euch, zu Animagic. Die Fans waren noch geiler drauf, sie hat noch mehr Power gespürt hier auf der Bühne, bedankt sich und nimmt diese Erfahrung mit nach Japan zu. Geschenk von euch bekommen. Ein Geschenk haben sie bekommen.
Und zwar sind es lächelnde Gesichter und Liebe und Herz. Sie wird auch zurück nach Japan gehen, richtig reinhauen und sagen, beim nächsten Mal, wenn sie zurückkommt, wird sie eine geilere Performance noch haben, sie wird eine größere Künstlerin haben und wird noch mehr Spaß mit euch haben. Leute,